Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Windenburg bei der lieben Familie Perry, unserer Mystical Legacy Challenge und zurück zu dieser neuen Folge. Wir waren das letzte Mal in Hanford-on-Bagley, bis mir dann das Spiel abgestürzt ist. Also Hanford-on-Bagley ist ziemlich verbuggt, habe ich das Gefühl. Aber das Gefühl habe ich auch in meinem privaten Spielstand. Ich habe dann, weil ich das Spiel leider nicht speichern konnte, die ganze Folge nochmal off-cam neu gespielt. Ich werde euch gleich zeigen, wie der aktuelle Stand ist. Es lief auch in der Regel eigentlich fast alles genauso wie das, was ihr im Let's Play gesehen habt. Ich glaube, wir haben nur ein kleines bisschen mehr Cash beim Verkauf auf dem Markt gemacht. Liebe Leute, schaut, wie schön das hier einfach schneit. Oh mein Gott, es sieht so schön aus. Also wenn ich das sehe, dann hätte ich Lust auf Winter, ne? Anders bitte nicht, aber kann man sich ja leider nie immer genau wünschen. Man hätte es ja ganz gerne immer anders als das, was man bekommt. Aber wie schön das Lot einfach aussieht. Also unser Grundstück so mit den Ruinen im Hintergrund und allem. Oh Gott, ich liebe es sehr. Also, es sind noch alle im Bettchen. Diese Gelegenheit werde ich noch nutzen, euch jetzt dann nochmal zu berichten, was ich dann alles noch in Hanford-on-Bagley erlebt habe. Also es hat tatsächlich dann einigermaßen geklappt. Ich hatte jetzt auch heute wieder ein bisschen Probleme, hier den Spielstand zu laden. Ich hoffe, toi toi toi, ich klopfe hier auf Holz, dass alles funktioniert. Wir haben richtig gut verkauft auf dem Markt. Ich konnte handeln und so konnten wir dann mit 25% Gewinn verkaufen. Also Santa hat einen richtig, richtig guten Deal für uns rausgehauen. Geh mal in der Dusche singen. Geh in der Dusche singen. Ich habe das Gefühl, vielleicht auch vorher mehr geerntet als ich in der letzten Folge vielleicht. Keine Ahnung, also war so mein Gefühl auf jeden Fall. Und das heißt, wir haben über 4000 Simoleons auf dem Markt gemacht. Der Reden wie ein Pirat-Tag war diesmal für alle erfolgreich, habe ich euch eben schon gesagt. Moment, wo kann ich das hier gucken? Dann hat Daniel das Rezept für würziges Leckerchen gelernt und wir haben einmal Mehl und ein Band für die Teilnahme am Wollwettbewerb bekommen. Wir haben nichts gewonnen, ne? Aber ist nicht schlimm. Ist wirklich nicht schlimm. Gar kein Drama. Das war jetzt das erste Mal, dass wir in Hanford-on-Bagley waren. Bin ich vollkommen fein mit. Passt für mich, ne? Wir werden das bestimmt noch das eine oder andere Mal auch machen. Es ist Sonntag. Ja, cool. Dann kann doch vielleicht Daniel Frühstück servieren. Armer Ritter. Das klingt doch großartig. Bis die ganze Family wach wird, kann er hier fleißig einfach schon mal uns eine Mahlzeit zubereiten. Selina ist wach. Die muss dringendst pieseln. Dann tu das doch, anstatt erstmal. Nee, sie muss erstmal zu ihrem Mann irgendwie hin. Ach Gottchen, ihr zwei. Ich habe auch schon Mount Comeraby entsprechend vorbereitet und uns dort was Schönes platziert. Also das heißt, wir können auch demnächst dann tatsächlich Urlaub machen. Wann stünde der an? Morgen quasi. Vielleicht werden wir schon in dieser Episode den ersten Urlaubstag sozusagen mit der Family erleben. Und ich habe auch noch, weil ich ja dann Offcam gespielt habe und dann wollte nämlich Veronica aus der Schule wieder mit zu uns kommen, habe ich bei den Landgrabs schnell mal den Stand geladen und Veronica umgestylt. Und jetzt habe ich den Anruf verpasst. Ist nicht schlimm. Wir wollen sowieso ja bald in die Schule, in den Urlaub fahren. Ich würde damit auch sagen, dass wir jetzt offiziell für die Kids Winterferien haben. Weil sie müssten eigentlich jetzt, Moment, jetzt lass mich doch nochmal in den Haushaltskalender gucken. Ach Gott, 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 Gott. Also wir machen die Hochzeit vor Weihnachten. Dafür haben die allermeisten von euch gestimmt. Das heißt, wir verreisen tatsächlich, ja, an dem Montag in den Urlaub. Das heißt, hier diese ganze Woche, würde ich sagen, aus meinem Verständnis heraus, ist für die Kids Winterferien. Ich finde, Ferien macht man sowieso für die Kinder in Sims irgendwie viel zu wenig. Die sind irgendwie immer nur durchgängig. Wieso? Ich hab dir doch gesagt, du sollst duschen gehen. Ach, dann geh jetzt halt erstmal frühstücken. So, dann könnt ihr wenigstens hier so ein paar zusammen von euch frühstücken. Das wäre ja schon mal ganz nett. Also ihr seht, cashmäßig, das hat uns richtig, richtig viel gebracht. Das lief super gut. Gut, wir könnten natürlich, oder gehen wir noch einen Tag in die Schule mit den Kids. Aber dann haben wir an dem Dienstag die Hochzeit und es wird alles so stressig, weil die Kids kommen erst so spät. Nein, Leute, nein, 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 nein.
Wir werden morgen quasi in den Urlaub fahren. Das heißt, heute finden hier noch so ein paar Vorbereitungen statt. Oh, schauen wir mal hier. Was haben wir denn? Das Bild haben wir schon. Selina, das kannst du verkaufen. Danach kannst du noch ein paar Sachen malen, damit wir noch mal ein bisschen Geld verdienen. Ne? Machen wir mal noch ein kleines. So, wunderbar. Unser guter Santa kümmert sich hier um die Kids. Na, hervorragend. Ist das Schulprojekt schon fertig? Ja, ist schon fertig. Hat der schon super gemacht. Sehr, sehr schön. Dann können wir mal gucken, was steht denn hier im Garten? Steht hier überhaupt irgendwas an? Wie sieht der Garten aus? Ebbe, oder? Naja, er kann mal alles ernten gehen. Und Dasher, du musst dich um dein Hühnchen kümmern. Eier einsammeln. Stall säubern und Futter verstreuen, Futter verstreuen. Noelia, Kind, du stinkst. Sehr schön. Du legst sie schon in die Wanne. Das heißt, wir werden auf jeden Fall, wenn wir jetzt den ganzen Kram sozusagen mit Hochzeit und Urlaub und Weihnachten, wenn der vorbei ist, wird ja Dasher als allererstes zum Teenager. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich da schon ready für bin, aber oh mein Gott. Und dann wird direkt, glaube ich, 2 Tage später Noelia schon zum Teenie. Ja, und Selina hat an dem Tag auch Geburtstag. Oh mein Gott, ich bin überhaupt nicht ready für irgendwas davon. Auf jeden Fall. Herrlich, ja, das läuft, würde ich mal behaupten. Wir haben für Noelia... Sie hat auch irgendwie niemanden an Freunden außer Veronica, aber ist okay. Und Zeus. Ist. Rosa ist schon ein Teenager geworden. Und Baby Villarreal auch. Baby war dann wohl doch ein Mann. Ach herrje, ach herrje. Okay, die sind schon ein bisschen älter. Interessant, aber das heißt, da hat sie ja auf jeden Fall sozusagen ihre Gang. Ich bin so gespannt. Und dann geht es halt natürlich auch schon langsam Richtung Ostern. Das heißt, sie wird natürlich schon Teenie sein. Wenn wir das erste Osterfest feiern, und das kommt mir natürlich schon sehr in den Kram, weil dann kann sie den Osterhasen nämlich ja schon mal kennenlernen. Und dann werden wir halt sehen, wer sich eventuell darunter verbirgt, sofern das dann halt schon der Fall sein wird. Da müssen wir mal gucken. Emotionale Kontrolle, das wird immer besser, ne? Ich bin so stolz auf sie. Wir kriegen das richtig gut hin. Spiel mal bitte noch weiter gefühlvoll. Und Konfliktlösung muss sie noch ein bisschen mehr machen. Aber das wird. Dasher, was machst du da Feines? Rumblödeln, ne? Ich sehe das schon. Du kannst dich ja mal vielleicht auch zusätzlich noch um Cupid kümmern. Säuber mal den Viehstall, fütter den mal, beziehungsweise, ja genau, Futter auffüllen und dann kannst du ihn mal rausrufen. Der muss bestimmt geputzt werden. So, Santa, ach Gottchen, er chillt hier einfach bei seiner Guten, ne? Ach, ihr zwei Süßen, guck mal, das können wir da noch hinhängen. Sehr schön, er malt jetzt einfach auch, finde ich ja sehr schön. Dann kann er ja danach vielleicht nochmal eine Kerze auch herstellen. Vielleicht dieses Mal eine in Salbei. Weil er hatte nämlich schon mal eine hergestellt. Was haben wir denn alles geerntet? Oh mein Gott. Ah ja, und ich habe uns ein goldenes Ei geholt. Damit können wir was total Verrücktes machen. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Moment. Sehr schön. Wir packen das hier einfach erstmal alles so in den Kühlschrank. Supi. Und ich habe nämlich noch ein bisschen was mitgebracht. Ach, guck mal, hier ist... ist das Banner von unserer Teilnahme. Können wir ja vielleicht einfach erstmal hier so in der Küche aufhängen. Ich wüsste jetzt sonst nicht, wohin damit. Und da ist wieder ein neues Küken geschlüpft, gell? Ei ausbrüten. Komm mal schnell hier hin. Das darfst du unbedingt machen. Ist da noch ein neues Brutei? Da ist noch ein neues Brutei. Großartig. Den Dünger geben wir an deinen Dad. Komm schnell. Schnell. Bevor es alleine hüpft. Schlüpft. Selina hat schon wieder ein Meisterwerk fertiggestellt. Die macht mich fertig, die Frau, ne? Oh mein Gott, ist das süß. Eieieiei. Okay, das heißt, wir haben wieder ein neues Küken, was natürlich auch schon wieder einen neuen Namen braucht, liebe Leute. Ich brauche noch einen Rentiernamen, das wollte ich eigentlich sagen. Und jetzt muss ich mal gerade hier gucken. Wow, aber das sieht so geil aus, ey. Das will ich behalten. Das ist ein mega schönes Bild. Okay, wisst ihr was? Wir hängen das hier jetzt noch so an die Wand. Großartig. Selbstsicheres Gemälde malen. Kannst du das bitte mal noch erledigen? So, Santa geht es eigentlich auch ziemlich gut.
Noelia macht einfach ihre Hausaufgaben oder was? Zusatzaufgaben? Diese Kinder sind einfach wirklich, die sind von einer anderen Welt, ey, ganz ehrlich, ne? Ganz ehrlich. Also, das ist ja der absolute Wahnsinn. Die sind einfach so vorbildlich, diese Kids. So vorbildlich. Der kann mal sein Schulprojekt vielleicht hier auch in sein Zimmer stellen. So. Du weißt, dass du mein Lieblingserwachsener in der Welt bist, oder? Bin ich dein Lieblingskind? Wenn ja, kann ich dann bitte, bitte neues Spielzeug bekommen? Die sind nicht teuer und ich werde mit ihnen spielen. Naja gut, sie macht ja jetzt gerade auch Zusatzaufgaben. Also die Kids sind ja eigentlich schon echt... Dann sagen wir mal, ja, okay. Ja, okay. Nicht klug genug. Ja, ich habe wieder versucht, meine Hausaufgaben zu machen und so weiter. Konzentriere dich, weil Konfliktlösung brauchen wir hier immer noch. Ausgezeichnet. Ich packe hier gerade mal die Eier alle wundervoll einzeln in den Kühlschrank, die bei der schon noch im Inventar rumgechillt haben. So, Santa hat... Wer ist denn das? Who are you? Elliot Watanabe. Was machst du hier? Aber danke für dieses schöne Bild. Verkaufen wir. Weil fremde Bilder behalten wir hier nicht. Was hast du da noch im Inventar? Fritten. Verdorbene Fritten aus Mount Comoraby. Hanford-on-Bagley. Hervorragend. Also, ich habe nämlich aus Hanford-on-Bagley noch zwei, drei Dinge für den Garten mitgebracht. Ja, die hat nämlich unser guter Daniel bei sich im Inventar. Und zwar habe ich einen Granatapfelbaum gekauft. Jawohl, weil wir es können. Ich habe einen Kirschbaum gekauft und einen Kokosnussbaum. Das kann er nicht pflanzen, weil es zu kalt ist zum Pflanzen. Träumchen. Kommt wieder alles in sein Inventar. Ich hoffe, die Sachen fallen uns nicht weg. Aber sollte nicht. Und ich habe noch eine Schokobeere mitgebracht und auch diesen lieblichen Pilz habe ich uns mitgebracht. Aber es gibt eine ganz coole Sache, die man mit dem goldenen Ei machen kann. Das kann ich euch später nochmal zeigen, wenn ich jetzt auf jeden Fall auch dran denke. So, Selina ist chillt hier rum. Sehr schön. Wir tun jetzt einfach mal so, als ob sie Koffer packen würde. Sie kann ja hier. Okay, die sind alle nicht von ihr, aber es ist ja nicht so schlimm. Wir packen sie mal in vernünftige Klamotten noch. Mich nervt das, dass die nur noch in den Schlafklamotten rumrennen. Das irgendwie kriegt man das aber auch nicht mehr behoben, habe ich das Gefühl, ne? Die machen das ja nicht mehr von alleine. Sich irgendwie in normale Sachen werfen. Und unsere gute Noelia ist am Dancen. Ach so, sie hat jetzt das wundervolle Schulprojekt von ihrem Bruder. Dann stellen wir es jetzt mal einfach dahin. So. Sie hat ja ein neues Spielzeug bekommen. Mumphy Monster wahrscheinlich, so wie es ausschaut. Egal. Können wir den Kids auf jeden Fall zwischendurch mal gönnen. Zwei Bilder zeichnen, wenn inspiriert. Ja, okay, das haben wir bisher noch nicht geschafft, aber das kriegen wir ja vielleicht dann noch hin. Das kriegen wir noch hin. So, er kümmert sich hier ums Lama. Das ist doch supi. Da war aber alles wunderbar. Das hatte unser guter Dasher alles erledigt. Sehr gut. Das läuft. Da blinkt was. Das heißt, die können wir verbessern. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Die zwei chillen einfach hier rum. Also, wir müssen natürlich dann gucken, dass wir halt, sobald wir können, auch die Hälfte des Hauses sozusagen für Noelia natürlich noch weiter schön gestalten. Aber das kriegen wir dann auch sicherlich hin. Wir können ja mal gucken, ob wir sie als Teenager vielleicht auch schon irgendwie so einen Nebenjob machen lassen. Und spätestens als junge Erwachsene startet sie ja auch auf jeden Fall in die Innendesigner-Karriere, ne? Diese traumhaftes Innendesign. Und so. Also ihr wisst Bescheid. Wir verbringen hier wirklich den gemütlichsten Sonntag aller Zeiten, habe ich das Gefühl. Das ist wirklich richtig toll. Und können dann einfach uns... Oh, er kann auch Zusatzaufgaben machen. Ja, nice. Mach das doch mal. Die haben 4 Tage Urlaub, die Kids. Das müsste eigentlich fast ausreichen. Ja, reicht aus, weil wir kommen dann an dem Tag, an dem Freitag, wo Dasher Geburtstag hat, kommen wir wieder. Da muss er zwar an seinem Geburtstag in die Schule, aber so what, ne? Ganz ehrlich, wer musste das nicht schon mal? Also, wir waren alle schon mal am Geburtstag in der Schule. Irgendwann war das halt mal der Fall. Bei mir super selten, weil ich im August Geburtstag habe, aber es ist auch mitunter schon mal vorgekommen. Auf jeden Fall, beziehungsweise arbeiten war dann mindestens mal angesagt, ne? Später, wenn die Schule vorbei ist und der Ernst des Lebens begonnen hat, dann
wird der Geburtstag sowieso noch viel uninteressanter. Okay, die zwei sind jetzt hier schön am Quatschen. Ich kann ja Selina vielleicht nochmal irgendwie sie auch etwas lehren sozusagen, zu etwas beeinflussen. Was haben wir denn da Schönes? Beeinflussen zu duschen ist eine super Eigenschaft. Einfach Level 8 der Erziehungsfähigkeit. Wahnsinn, ey. Absoluter Wahnsinn. Wer ruft nie an? Hey Noelia, du bist so berüchtigt, dass einer meiner skrupellosen Freunde dich gerne treffen möchte. Darf ich deine Nummer weitergeben? Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Skrupellose Freunde klingt natürlich auch irgendwie schon sehr interessant. Also ich war natürlich im Profil drin, deswegen weiß ich halt, dass die Familie Landgrab in diesem Spielstand sehr interessante Eigenschaften hat, sagen wir mal so. Aber okay, wir beurteilen das erstmal nicht weiter. So, dann kann sie ja hier vielleicht nochmal, sie ist zwar nur normal aufgeregt, aber sie kann ja dann, auch ihr ist kalt. Ja Mädchen, dann zieh dir halt auch mal ganz gerne deine Winterklamotten an, ne? Wie gesagt, das machen die irgendwie von alleine, kannst du knicken. Hier passiert dir gar nichts mehr von alleine, ne? Super, jetzt sitzt sie hier in ihrem Anorak mitten im Zimmer, aber ist ja auch vollkommen egal. Und was war? Es war so klar, dass jetzt Daniel auch noch mit hier reinkommt. Diese Familie, ne? Ey, hier, so, weißt du, die kleben einfach aneinander. Level 6 der Sozialfähigkeit, Wahnsinn. Ach, sie sprüht dann Monster unter dem... Es läuft bei dieser Family, es läuft. Absoluter Burner. So, kannst du ihm bei den Hausaufgaben helfen? Finde ich schön. Mentalfähigkeit Level 4. Wow. Und Zusatzaufgabe. Und Merkmal verantwortlich. Also Dasha, du bist ja aber auch schon mal... Das ist ja der Kracher. Wo ist das nochmal? Ach, ich bin auf der falschen Person. Man sollte auch auf das Kind gehen. Wow, er ist aber wirklich... Er ist, also wow, ne? Übelst krass. Aber er muss auch noch zwischendurch ein bisschen öfter gefühlvoll spielen, damit auch bei ihm sozusagen das mit der emotionalen Kontrolle etwas besser wird. Aber das kriegen wir ebenfalls alles hin. Die zwei haben ja noch das ganze Teenager-Dasein sozusagen vor sich. Ich bin da super gespannt drauf, wie das mit denen dann als Teenager noch wird. Ja. Es ist cool. Ich muss sagen, es macht richtig Spaß. Aber ich muss gestehen, ich finde es von der Spieldauer dieser einen Legacy auch vollkommen in Ordnung. Ich freue mich so, so sehr, dass wir schon Noelia jetzt sozusagen als Teenie noch ein bisschen fokussierter auch einfach spielen und dann ihr sozusagen auch schon jetzt den Osterhasen demnächst vorstellen, sodass wir langsam die nächste Generation quasi vorbereiten können. Also ich finde das ganz gut, so von der Länge her. Ne? Ich glaube, ich spiele jetzt auf Mittel von der Altersspanne, aber ich finde das optimal. Ach, und Santa gönnt sich ein Schläfchen, ne? Ja, er ist halt schon in die Jahre gekommen, ne? Das ist, wie es ist. Sie ist eigentlich noch, sie ist noch eine junge Erwachsene. Oh mein Gott, sie wird erst zur Erwachsenen. Tja, it is how it is, ne? Da wird sie auf jeden Fall ihren Guten leider wahrscheinlich frühzeitig verlieren, aber so ist es. Ach nee, falsche Person. Hier. Sie kann mal diese ganzen Gemälde hier verwerfen und dann vielleicht nochmal irgendwas Kleines malen. Und hier steht garmiges Essen einfach rum. Meine Liebe, was machst du da Feines? Willst du hier den Tisch aufräumen? Dann mach das doch gerne. Und dein Dad kümmert sich, glaube ich, mal wieder... er nimmt sich ein Glas O-Saft. Warum nicht? Aber ich wollte euch was zeigen. Und zwar machen wir doch jetzt mal... ich muss mal gucken, wo das geht. Ah, schade, wir brauchen 2 goldene Eier. Weil dann kann man nämlich goldene Eier und Toast machen, aber wir brauchen 2 davon. Oh, hätte ich das geahnt, hätte ich einfach das 2. mitgenommen. Damn it! Und es ist auch schon verdorben. Na, das war ja absoluter Kracher. Okay, dann verkaufen wir das an der Stelle, weil das bringt uns ja sonst wirklich gar nichts mehr irgendwie. Den Rest behalten wir. Wir können natürlich die Lama-Wolle auch noch verkaufen. Das bringt auch nochmal gut Cash. Weil wir werden es jetzt realistischerweise in der nächsten Zeit erstmal nicht mehr bis nach Hanford und Bagley schaffen, weil wir ja jetzt dann auch erstmal in unseren Urlaub fahren. Und von daher werden wir das dann erst in 2 Wochen sozusagen wieder machen. Aber das ist ja nicht schlimm, weil es liegt ja nicht in unserem Fokus, sage ich mal, hier diesen ganzen Kram zum Landhausleben-Pack zu machen, sondern es geht ja einfach nur ganz generell um, also dass wir das mit dem Garten halt so ein bisschen halt vielleicht hier
mitverfolgen können. So, du kannst das mal da aufräumen, Kind. Das würde ich ganz toll finden und sehr, sehr vorbildlich von. Oh, eine ausgeglichene Mahlzeit. Jemand hat gesagt, dass man Dreck essen kann, aber ein anderer meinte, davon würde man sehr krank werden. Kann man Dreck essen? Okay. Also, Dreck zu essen ist wirklich ungesund, beeinflusst Manieren. Wenn du Dreck isst, können die Kinder dich hänseln, beeinflusst ebenfalls Manieren. Na klar, iss ruhig Dreck, das macht Spaß. Das Geile ist, ich möchte ganz gerne halt Letzteres nehmen, weil es halt die Empathie beeinflusst. Und ganz ehrlich, wer von uns hat als Kind nicht auch schon mal Dreck gefuttert? Also ich auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal gerade, wie es bei ihr sieht. Ja, Empathie ist schon super gut. Konfliktlösung und emotionale Kontrolle müssen wir halt immer noch bei ihr in den Griff kriegen. Genau, super. Jetzt räumt sie das auf. Das ist doch schon mal hervorragend. Liebes Noelia Schätzeken, was hast du hier eigentlich Schönes gemalt? Irgendwelche Bilder. Wunderbar. Können wir die irgendwo hinhängen oder was ist hier los? So, hängen wir bei ihr ins Zimmer, weil es ist jetzt nicht so der absolute Kracher geworden, ne? Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Dann kann sie ja vielleicht nochmal etwas basteln. Winterbastelarbeiten vielleicht. Das finde ich schön. Sehr, sehr gut. Do it. Also ich muss auch sagen, wir werden dann natürlich, wenn die beiden halt zu Teenies werden, logischerweise auch die Zimmer nochmal so ein bisschen umgestalten. Ich denke mal, dann wird sie vielleicht auch schon, je nachdem, schon ein größeres Bett bekommen oder so. Müssen wir mal gucken, aber ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Und ich bin einfach sehr, sehr gespannt, wer da hinter dem Osterhasen auf uns wartet. Selina kommt gerade schon mal wieder rein, aber könntest du vielleicht, wir gucken uns die Bilder gerade mal an. Kannst du vielleicht nochmal hier hinkommen? Achso, ich habe übrigens inzwischen, liebe Leute, können wir vielleicht gleich auch mal anschaffen. Das da können wir verkaufen, weil das besitzen wir, glaube ich, schon in mehrfacher Ausführung. Und das da hängen wir auf, weil es wirklich schön ist. Machen wir nochmal ein Landschaftsgemälde und ein Figurengemälde. Super. Oh mein Gott, ich sehe einfach, das machen wir jetzt gar nicht mehr. Es ist einfach unfassbar spät. Dann geh doch bitte nochmal schlafen. Und Noelia, geh du bitte, du bist deprimiert, wegen was? Du wurdest schon wieder gemobbt in der Schule? Oh mein Gott, das tut mir leid, Kind. Heul dich einmal aus und dann kannst auch du schlafen gehen, denn am nächsten Tag geht es in den Urlaub. Santa hat unseren PC geschrottet, sehe ich gerade, aber das ist ja ganz toll. Weil dann kann er ihn nämlich gerade noch schnell reparieren. Ja, genau, das wollte ich euch nämlich gerade noch sagen. Und zwar habe ich mir jetzt letztens doch mal dieses Hausputz-Set geholt, weil das fand ich für 5 Euro eigentlich echt ganz süß. Und wir haben jetzt hier eine Wollmaus, wie ihr sehen könnt. Wir haben die erste Wollmaus, das heißt, wir müssten uns auch auf jeden Fall mal einen Staubsauger anschaffen. Das wollte ich euch nämlich gerade auch noch im Atelier eigentlich sagen, weil mir da das nämlich aufgefallen ist, als ich auf den Boden geklickt habe, dass wir das jetzt noch zusätzlich machen müssen. So, wir können uns ja vielleicht schon, wow, wir können uns ja vielleicht schon hier so einen guten leisten, weil ganz ehrlich, 950 haben wir, gar kein Problem. Dann, Daniel ist aber jetzt auch müde. Ich würde sagen, er geht jetzt auch erstmal schlafen. Und dann können wir ansonsten am nächsten Morgen gucken, ob wir das dann noch hinkriegen. Und ansonsten machen wir das halt dann beim nächsten Mal. Aber sowieso, je besser es dieser Familie hier gehen wird in der Legacy Challenge, denke ich, wird hier auch zügig wahrscheinlich irgendwann ein Hausmädchen rumhüpfen. Bin ich mir recht sicher. So, dann leg du dich doch ebenfalls schlafen, guter Santa. Und dann werden wir jetzt am nächsten Morgen tatsächlich verreisen. Oh mein Gott, ich freue mich. Das wird so cool. Dasher ist als erster schon wach um 6 Uhr morgens. Er kann es scheinbar kaum erwarten, dass es jetzt in den Urlaub geht und rennt erstmal zu seinen Eltern ins Schlafzimmer so und räumt den Staub weg. Ach, du bist aber auch ein guter Junge, ne? Weißt du, das können die auch saugen. Staubsauger leeren. Okay. Kann er mit der Wollmaus irgendwas machen? Mit Staub füttern. Bitten nach Wertsachen zu suchen, mach das bitte mal. Ich finde die ja, ich finde die wirklich mega süß, die Wollmäuse, ne? Ich finde das so süß gemacht, ganz ehrlich.
So freundlich, so niedlich, aber auch staubig. Ich find's großartig. Guckt euch das an. Ich finde das echt mega süß gemacht. Wir können ihr einen Namen geben. Goldstück. Dann nennen wir sie jetzt halt Goldstück. Weil ich bin gerade unkreativ und mir fällt nichts Besseres ein. Nee, drauftreten möchte ich nicht. Ein praktisches Tuning-Teil erhalten. Auch das ist ja cool. Das kannst du deinem Vater geben. Der kann sowas gebrauchen, wenn der Dinge repariert. So, ich lasse die Kids jetzt gerade schon mal Urlaub nehmen. Und sobald Santa wach ist, wir lassen ihn natürlich schön ausschlafen. Sobald er wach ist, geht es los. Du kannst jetzt mal Reste nehmen. Und du, Kind, bist traurig. Du nimmst dir auch ein paar Reste. Und dann kannst du ja vielleicht dich bei deiner Mutti ein bisschen ausheulen, wenn das geht. So, unser guter Daniel ist jetzt auch wach. Dann geht Noelia nochmal gerade auf Toilette. Santa hat auch Hunger des Todes, aber er ist schon auf dem Weg zum Kühlschrank. Sehr, sehr gut. Dasha ist hier auch ganz fröhlich und freundlich dabei, mit seiner Schwester zu frühstücken. Kannst du den Tisch bitte abräumen? Ach nee, das macht schon Noelia. Wunderbar. Ihr reißt euch ja quasi drum, wer hier den Tisch abräumt, ne? Also ganz ehrlich. So, ich glaube, jeder von beiden hat auch noch ein Spielzeug im Inventar. Jawohl, haben sie mehr als genug. Dann würde ich sagen, geht es los. Wo finde ich das? Urlaub nehmen. Mit der ganzen Family, selbstverständlich. Auf, wie geht's? Sehr schön. Ah, Leute. Snowy Escape heißt das Grundstück. Wir machen hier 3 Tage? 3 Tage Urlaub. Das läuft. Aber für eine 4-köpfige Familie 2400 Simoleons muss ich persönlich sagen, finde ich realistisch. Ne? Bin ich realistisch. Auf, wie geht's? Ich bin so gespannt. Wir werden auf jeden Fall versuchen, hier ein paar klassische Wintersportaktivitäten zu machen. Ach. Es ist Jahre her, dass ich Skifahren war. Sehr, sehr traurig, aber so ist es. Dann machen wir das halt einfach hier in Sims, gell? So, ich würde euch empfehlen, ihr Lieben, dass ihr vielleicht alle eure Winteroutfits anzieht, denn hier ist es kalt in Mount Komorabi. So, du kannst dir auch direkt mal hier dein Winteroutfit anziehen, damit mir hier bloß keiner erfriert, ja, aus dieser Familie. Hervorragend. Also, ich zeige euch erstmal hier dieses wunderschöne Feriengrundstück. Ich mach mal hier das blöde Inventar wieder zu. Manchmal vergesse ich das. Es tut mir sehr leid. So, hier unten sind 2 Kinderzimmer. Hier ist das Elternschlafzimmer. Auch super, super gemütlich. Wir haben hier halt also diese heiße Quelle. Und hier oben ist dann sozusagen der Wohnbereich. Hier gibt es natürlich keinen Fernseher. Wir haben Kamine en masse, eine schöne Küche. Hier oben nochmal ein großes Bad, übrigens auch mit diesen wunderschönen Fliesen hier. Und einen kleinen Kicker gibt es, den können wir vielleicht jetzt mal alle ja mal gemeinsam benutzen. Ne? Das können wir ja mal alle gemeinsam machen. Hier alle 4, super. Und natürlich habe ich einen Weihnachtsbaum platziert, weil, hallo, natürlich, ne? Du hast etwas vergessen. Du kannst zahlreiche zur Verbesserung deines Briefkasten. Zubehör kaufen. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Wir müssten uns ja wahrscheinlich auf jeden Fall irgendwie Ski und Snowboard und Co. irgendwie zulegen, oder? Können wir das hier kaufen? Oder auch eine Reisestaffelei fürs Lina. Das wäre doch was. Ein Zelt? Nee. Okay, brauchen wir alles nicht. Wir brauchen dann später nur, müssen wir mal gucken, ob wir das oben am Berg kaufen können, ne? In so einem Skishop oder so, aber müsste eigentlich gehen. Jetzt spielt hier die gesamte Family erstmal eine Runde Kicker, finde ich hervorragend. So schön, ja, ganz ehrlich. Mega, mega cool. So, jetzt müssen wir mal gucken, wer gewinnt hier? Team Dasha oder Team Noelia? Es macht auf jeden Fall allen tierisch Spaß. Okay, es sieht so aus, als ob Team Dasher gewonnen hat. So alleine von der Mimik her. Noelia wirkte gerade ziemlich sauer und hat ihren Vater angeschnauzt. Du musst mehr durchziehen, Papa. Okay, so. Oh, die zwei sind gerade gute Freunde geworden. Sehr, sehr schön. Echt so cool. Also so ein Kicker hat irgendwie was, ne? Ich bin ja gar kein so Kicker-Mensch. Ich kann das auch nicht gut. Okay, sorry, du, Selina, dass wir dir hier so auf deinem Poppes hängen, aber
Anders funktioniert das mit der Kamera nicht. So, was haben wir denn? 11.25 Uhr. Also es ist noch recht früh. Das heißt, wir könnten uns ja tatsächlich vielleicht erstmal hier so ein wenig umschauen und mal sehen, was man hier eigentlich alles Feines machen kann. Hier ist direkt die Station. Lasst uns doch mal vielleicht hier rüber gehen. Was haben wir denn hier für Automaten? Warme Speisen, Krimskrams, Semikapsel. Und hier kann man Essen bestellen. Kann man hier nirgendwo Skizubehör bestellen? Na egal, dann fahren wir mal mit der gesamten Family einfach nach oben auf den Berg. Wobei, Moment, ich glaube, wir müssen mal gucken. Ich glaube, ja, oh ja, Daniel muss ganz, ganz dringendst einmal pieseln. Zuerst. Noelia konnte nicht mit der Gruppe Selina und Dasha mithalten. Am Ende verliert sie 5:1. Oh mein Gott. Okay, auf jeden Fall hat Dasha... haben sie das andere Team sozusagen komplett abgezogen. Und Noelia geht's aber hervorragend gut. Okay, wenn die zwei Herren also jetzt gleich auf Toilette waren, übrigens ist gerade im Hintergrund Fütterung der Raubtiere, wundert euch nicht, wenn es ein bisschen lauter gerade ist. Meine bessere Hälfte füttert gerade die Nuffis. So, nach oben fahren mit allem Mann. Auf wie geht's? Okay. Selina hat sich Skier in der Hütte geliehen, aber sie sind nicht besonders hochwertig. Kaufe am Verkaufsautomaten allerlei neue Skier für sie, um den Komfort bei der Abfahrt zu erhöhen. Und wo? Selina, du bist hier einfach schon eine Runde runtergeflitzt und ich habe davon gar nichts mitbekommen, oder was? Girl! So, wo ist denn dieser Verkaufsstand? Ich würde den ja gerne nutzen, aber wo ist denn der? Ich kenne mich halt in Mount Komorabi auch echt nicht gut aus, ne? So, die sind jetzt alle hier oben. Da stehen ein paar Skier, aber die können wir nicht benutzen. Alberne Pose einnehmen. Ah, perfekt. Ich habe jetzt Center einfach mal zu diesem einen Verkaufsstand hier geschickt. Mini-Skier für Kids von Yetiscape. Aber sind die für Kids-Kids oder müsste hoffentlich... Oh mein Gott, jetzt gebe ich hier wahrscheinlich nachher viel zu viel Geld aus und egal, wird schon irgendwie klappen. Wird schon klappen. So, und für Santa holen wir auch noch mal ein paar Skier und für Selina ebenfalls. Oh mein Gott. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Zweimal. Einmal an Dasha, einmal an Noelia und dann einmal an Selina. Hervorragend. So, jetzt lassen wir doch Noelia mal als allererste... am besten auf diesen Übungshügel. Wo ist denn der? Der ist hier unten. Weil ich will nicht, dass sich hier irgendwer schon, keine Ahnung, die Haxen bricht oder so, ne? So, dann machen wir das doch mal. Schlitten fahren auf Übungshang mit Dasher. So, so, da kommen die Kids. Oh mein Gott, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, liebe Leute. Was wird das jetzt hier für ein Spektakel? Also... oh mein Gott. Ah, wie süß! Ach, sie fahren Schlitten. Hui. Ich bin zu langsam. Sehr cool. Aber hatte ich euch nicht Skifahren gesagt? Die zwei auch. Oh mein Gott, wie süß. Hui. Geil. Großartig. Oh mein Gott, wenn man das so sieht, ne? Da hätte man sofort Bock drauf, das auch zu machen. Auf jeden Fall, Leute. Das war ja meine Abfahrt. Sehr geil. Motorikfähigkeit lernen die also scheinbar. Super cool. Okay, wir haben schon 6:30, aber ich glaube, ich lasse die zwei vielleicht noch einmal gemeinsam Snowboard fahren. Das würde ich nämlich voll toll finden. Nochmal Snowboard fahren. Veronica ist auch einfach hier. Okay, scheinbar sind die Landgrabs wohl auch hierhin in Urlaub gefahren. Sehr schön. Und jetzt wird es natürlich dunkel, ne? Jetzt fahren die hier im Dunkeln noch eine Runde mit dem Schlitten, aber ist egal. Herrlich. Oh mein Gott, schaut euch mal an, wie schön der Sonnenuntergang im Hintergrund. Oh mein Gott. Das ist ja großartig. Ui! Und volle Möhre rausgeschleudert, die zwei. Aber ich glaube, die haben richtig Spaß einfach. Die haben einfach richtig Spaß hier. Ohne Mist, ne? Ganz ehrlich. Selina und Dings fahren auch nochmal. Oh mein Gott! Sehr, sehr schön. Es geht aber, die fallen auch noch raus aus dem Ding.
Spaß. Ah, es geht aber allen jetzt richtig, richtig gut. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen einfach mal zurück zur Unterkunft. Weil jetzt ist es ja schon spät. Es wird ja auch schon dunkel sozusagen. Sodass wir dann jetzt uns vielleicht ein gemütliches Kaminfeuerchen anmachen können. Und unser guter Daniel kann dann noch was Leckeres zubereiten. Vielleicht für die ganze Family sozusagen. So, dann zünde mal hier schön den Kamin an und dann kannst du uns etwas Feines kochen. Abendessen servieren. Jetzt gucken wir mal, was können wir denn Schönes machen, was natürlich auch auf jeden Fall wieder vegetarisch ist. Knoblauchnudeln. Oh mein Gott, das klingt doch nach einem Tag im Schnee echt hervorragend. So, kommt ihr bitte alle hier hin. Och, wie süß. Daniel ist gerade auch traurig, weil Noelia traurig ist. Das ist ja richtig süß. Das ist richtig süß. Ich musste hier gerade einmal kurz zurücksetzen, weil die sich irgendwie alle schon wieder aufgehangen hatten. Kannst du bitte hier, hier hinkommen und Abendessen servieren? Und zwar Knoblauchnudeln. Dankeschön. Super, 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 super. Okay, irgendwie gab es hier irgendwelche Reste. Ich weiß zwar nicht, von wem die genau waren, aber ist okay. Dasher hat sich schon ins Bett gelegt. Das machen wir aber noch nicht, lieber Dasher. Du kommst jetzt nochmal gerade hier hoch mit zur Family, damit wir hier noch gemütlich sozusagen den Abend ausklingen lassen können. Okay, bevor ich hier irgendwie eine gemütliche Abmoderation machen kann, sind einfach schon wieder alle in die Winde verstreut. Liebe Leute, es war ein super, super aufregender erster Tag im Urlaub in Mount Comoraby und ich werde die Folge jetzt an der Stelle beenden und wir werden natürlich in der nächsten Folge auch noch mehr Skifahren und überhaupt im Schnee rumtollen und spazieren gehen und was man alles in Mount Comoraby machen kann. Aber tatsächlich ist es soweit. Im nächsten Part, ist doch richtig, ne? Im nächsten Part findet einfach die Hochzeit statt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also macht euch bereit für die Winterhochzeit von Daniel und Selina. Im ganz, ganz kleinen Kreise. Ich werde die Leute einladen, die wir kennen, aber es werden nicht viele werden auf jeden Fall. Und dann werde ich natürlich denen vorher noch ein paar schöne Outfits raussuchen und natürlich Selinas Hochzeitskleid. Das darf man natürlich nicht vergessen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, gebt dem Video super gerne ein Däumchen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!